Oh Leute, Christoph hier. Samstag, langes Pfingstwochenende. Wir machen uns heute auf für Socken nach Röm. Vor allem müssen wir noch ein bisschen was einkaufen und gucken dann auf die Insel und machen uns da mit Freunden einen netten Nachmittag und. Ja, Platz ist in der kleinsten Hütte, ne? Scheiße. Rucksack, Kamera, Kram, ein bisschen Jacken mal zu sitzen. Rücksitzbank ist umgeklappt, die sieht man jetzt nicht. Aber naja, man muss ja stehen bleiben. Traumwerte, Freunde. 50 Euro, die Karre ist voll. Was? Hast du jetzt echt mit 50 Euro vollgetankt? Ja, aber ich hatte noch ein Viertel drin oder so. Ja, okay. All I ever do at night, erase my words and then again I write. Ooh, 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 ooh. Drop by drop by drop drop drop. I feel the pool and I'm ready to dive. Da. Ach, da. Die anderen hat es ja alle nicht erwischt. Ne? Nee, deswegen. Und du kriegst da auch noch was zu futtern. Das ist nämlich das, was ich auch schon zu Marc meinte. Ja. War immer ordentlich gebracht. Ja, ja. Ui. Da ist nicht mehr so viel von über. Nee, das stimmt. Da links ist er doch, hier? Oder nicht? Da hier? Vorne vielleicht? Mit seiner, oder ist er das? Doch, da ist doch, er, die Plauze, ist er, da sitzt jetzt, er doch. Soll ich jetzt einfach mal hier so ganz... Es gibt hier keine Parkplätze, du hast hier quasi allen Platz der Welt. Ja, aber nee. Ja. Ja, wir sind da. Es ist beruhigend zu hören. Nein, ist ja okay. Oh mein Gott, die haben einen Pulli und Jacke mit da. Krass, es sieht wärmer aus, als es ist. Ja, es sieht wirklich wärmer aus. Toll! Hi, na? Moin, Großer. Alles gut soweit? Ja, muss es. Sehr schön. Ja. Wir sind gut angekommen. Ja, ich sehe schon. Ja, auch oh, schön hier. Das ist... Ja. Hallo, Hund. Oh, ist noch, ist noch geworden. Ja, ist auch in Ordnung. Carve some stones and pave my way. Ooh, 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 ooh. Rock by rock by rock rock rock. Hast du jetzt auch aufgegeben oder was? Ja, er ist müde. Sign my blueprints, don't make me stop. Ooh, 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 ooh. Geht alles. Welche Schlangen? Ach, hör auf. Hui. Ein bisschen Pfingstwochenende. Ja, ich habe jetzt tatsächlich heute Morgen mal so ein bisschen das Video für den vierten Vlog aus London, quasi der Abschlussvlog, fertig gekriegt. Da muss ich auch ein bisschen mehr ran, das werde ich auch in Zukunft wieder ein bisschen ändern. Das ist immer so, ne, man filmt immer ganz gerne, macht das auch alles fertig, so wie jetzt quasi auch. Aber ja, wenn man dann anfängt, natürlich das Material da zu haben, es aber nie zu verarbeiten, wird es natürlich schwierig an der Stelle, ne. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen mehr schaffen. Ich arbeite jetzt erst an dem Video für die Roller- und Klamottengeschichte. Das kommt ja erst noch alles. Da unten, wenn man da mal hinzoomt. Das Land, was da am Horizont zu sehen ist, das ist schon wieder Sylt. Ja, Röm ist schon fein. Ein bisschen was Futter, ein paar Würstchen, das, was wir eingekauft haben. Wird, glaube ich, auch eine ganz gute Sache.
Scheiße hier. Warum? Weil ich die Düne hochgelaufen bin. Oh, ein bisschen lecker. Zum Abend gefuttert. Grillen ist hier nicht, deswegen kannst du da auch nicht mehr irgendwie deinen Nacken oder sowas machen. Macht aber auch nichts. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen den Sonnenuntergang anschauen. Wir werden den Tag ausklingen lassen. Mal gucken, was das Wochenende noch so mit sich bringt. Sonntag heute, eigentlich nur gerade auf der Durchreise. Ich versuche gerade so ein bisschen Daily-Vlog-mäßig unterwegs zu sein. Jeder Tag ein Video und wir sind gestern noch ein bisschen im Wohnmobil gewesen. Das ist eine interessante Geschichte. Vielleicht auch ein bisschen sehr interessant, sodass man sich das Ganze mal näher angucken kann in Richtung so eine Messe, dass man da mal sich umschaut, ob das vielleicht was ist und vielleicht sogar mal so ein Ding ausleihen, um damit mal selber in Urlaub zu fahren. Also viel Potenzial, was das angeht. Ich verabschiede mich jetzt mal für dieses Video. Hoffentlich hat es euch soweit gefallen. Sollte dem so sein, gebt gerne einen Daumen nach oben, auch zum Thema Wohnmobil, ob man das vielleicht mal mitnehmen sollte, so eine Messe. Wir sehen uns dann im nächsten Video, denn das fängt quasi jetzt an. Wir wollen jetzt heute mal nach Kappeln. Ich habe Bock auf ein Fischbrötchen, da ist ein bisschen verkaufsoffen und einfach mal gucken, was da so geht. Ja, so weit, so gut. Also bis dahin, macht's gut, haut rein, bye bye, ciao, ciao. Nee, genau, die waren auch nämlich schön groß. Da, hier habe ich das Gefühl, hier, ja stimmt, das war in Ordnung. Ja, genau. Da habe ich nur so ein bisschen das Gefühl hier mit dem Kopf. Da ist aber nicht schlimm, weil ich stoße nicht oben gegen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich es tue, weil das natürlich im Vergleich zum Alkoven sehr, sehr niedrig ist.